ey, hör mir auf, ins Ohr reinzuatmen. Oder zu stöhnen. Ist ja, glaube ich, der bessere Ausdruck für, ey. So, kommst mit? Natürlich. Schon wieder. Die sind ganz schön aktiv. Hm. Ah, guck mal. Heuballen. Ja. Ich habe jetzt erwartet, dass du sagst, guck mal, ein Pferd oder so. Nein. Nein, Heuballen. Ich bin auf dem Land groß geworden. Ich weiß, was das ist. Ja, aber die gab's vorher noch nicht. Mann, ich wohne auf dem Land. Naja gut, da wo ich jetzt wohne, das ist nicht unbedingt Stadt. Ne? Also, Leute aus der Stadt würden lachen, wenn ich sage, das ist eine Stadt. Dennis sagt ja schon, die Stadt, in der wir immer einkaufen gehen. Stadt, da lacht er drüber. Das ist, für mich ist das groß. Schon wieder. Ich hoffe mal, das hört man nicht. Ich hoffe mal, das wird nicht mit aufgenommen. Jetzt ist mal gut hier. So, wie viele Zombies haben wir heute gesehen? Zwei, ne? Ja, zwei. Einen hast du erpfeilt. Erpfeilt, genau. Den anderen habe ich mit der Axt zerprügelt, nachdem er mich tierisch erschrocken hat. Das war echt nicht schön. Ich habe was gehört, aber ich weiß nicht was. Das war wahrscheinlich ich. Oder wieder dann, das Tor, was aufgegangen ist. Dann machst du seltsame Geräusche. Dieses Tor ist da. Nein, das ist nicht. Ich bin mir sicher, jetzt wo du deine Soundkarte drin hast, renn weiter. Jetzt, wo du deine Soundkarte drin hast, jetzt wirst du das auch hören. Ja, ja, ich bin da fast sicher. Nein. Ja, doch, doch. Nein. Weil du es jetzt noch nicht gehört hast, heißt das noch lange nicht, dass du es nicht hören wirst. Boah, Mann, renn doch mal. Du hast anscheinend genau den Weg gefunden, wo man durchrennen kann. Ja, ich habe mich gerade so ein bisschen feinjustiert. Ja, den Weg habe ich übrigens nicht gefunden. Wo bist denn du? Weit, weit hinter dir. Dich voll abgehängt, ey. Ach, da kommst du an. Ja, aber sowas von. Wo bist du denn jetzt? Ach, da bist du. Du bist gut getarnt, das muss man nicht. Oh, Mensch, Junge. Aber ich habe einen blauen Rucksack, den ich möchte gerne einen anderen Rucksack haben. Ich wette mit dir, wir sterben beim Airfield. Ja, mit deinem Gefühl warst du ja eigentlich immer ganz gut dabei, ne? Eigentlich. Also weit ist das nicht, wenn wir über den Berg hier drüber sind. Wir sind ja schon quasi hinter dem Castle, Devil's Castle. Dann dauert das nicht mehr lang, bis wir noch da sind. Ich glaube, den können wir heute noch machen, das Airfield. Wie war das eigentlich hier auf dem Server? War das erst schießen, dann fragen, oder? Ich weiß es nicht. Schnitzelbude ist, glaube ich, einfach PvP, fertig, ab. Oder kann man das, sieht man das? Ich konnte es mal nicht irgendwie einsehen. Wäre schön, wenn die das anzeigen würden bei Player, dass auf welchem Server man ist. Ja. Sollen wir mal eine E-Mail schreiben an die Entwickler? Genau. Macht mal Tiere rein. Steh aus dem Bett. Dreh den Swag auf. Sorry, aber das hat sich gerade eben so angehört. Mach mal Tiere rein. Oh Mann. Ach ja. Mach mal Tiere rein. Schau in den Spiegel, sag what up. Warum rennst du nicht? Weiß ich nicht. So gerade hier. Du bist gerade den ganzen Berg hochgerannt. Dann möchte ich auch nicht runterstürzen. Ja, boing. Was ist das? Was guckst du denn? lass mal sehen. Also wenn ich mich so hinlege und dann... Das ist bestimmt Kacke. Ja, ich lag voll mit dem Kopf drin, Supi. So muss das. Haben die Pfeile hier eigentlich so eine Flugbahn? Uff.
Du hast bislang zwei Pfeile abgeschossen. Oder, also jetzt zwei Pfeile abgeschossen. Nee, nur einen. Dann eben einen. Und der hat direkt getroffen. Ich weiß jetzt nicht, ob du auf den Kopf gezielt hast oder auf die Schulter, aber... Na gut, dann mit ein bisschen Bewegung drin. Es scheint anscheinend... ohne Flugkurve zu sein. Na, dann könnt ihr von hier aus aufs Airfield schießen und irgendjemanden treffen. So, sind wir hier. Ist da vorne schon? Was ist das da vorne schon? Pack mal kurz das Binocular aus. Da ist ein Dorf. Ich glaube, das ist nicht... Mit einer Kirche? Da ist dieser komische Ball auf diesem... Ding. Ja, das sieht aus wie so eine Kirche mit so einem... Ach nee, der hatte Riesenlolli, genau. Genau. Das war ja... Hallo, guckst du jetzt nochmal da durch oder hast du Lust verloren? Danke. Airfield kann ich jetzt nicht ausmachen. Höchstens, dass es irgendwie auf dem Berg liegt und ich das jetzt nicht gerade sehe. Ich guck mal noch in die Richtung. Also ich sehe gerade nur Felder und Heuballen. Ich war ganz schön gemein hier. Ach ja. Nächstes Mal packe ich ein Pulsmesser dazu. Ich habe kein. Ich habe mir extra ein neues Handy dafür gekauft. Nee, habe ich nicht. Aber mein altes Smartphone kann das nicht. Wird es dann auf dem Smartphone angezeigt? Das wird dann auf dem Smartphone angezeigt. Wer hat das Ding live gekostet? Das Smartphone oder der Brustgurt? Der Brustgurt! Ein paar 20 Tacken oder sowas. Bei Amazon? Ja. Dann werde ich. Kann dir gerne raussuchen, welche das ist. Ja, ich werde dich dann nochmal fragen, weil ich wollte mir eh noch von dem Move-Controller das Gegenstück holen und einen Xbox-Controller für Computer. Du kannst auch die PS3-Controller anschließen, ne? Ja, das muss man irgendwie so komisch. Ach Quatsch, da gibt's ein kleines Programmchen, das installierst und dann ist fertig. Ja, das hat bei mir nicht funktioniert. Jedenfalls bei meinem alten Rechner nicht, aber der war ja eh recht zickig. Ach, richtig, wir wollten ja zuerst zur Stadt. Ich dachte mir schon die ganze Zeit, Müll, ich will zum Airfield. Ach stimmt, wir wollten ja zur Stadt. Wir wollten zuerst in die Stadt, weil es da ein Dings gibt. Ein Dingsbums. The Polizia. Bullerei. Was steht da? During this time all performs global maintenance. Achso, ja. Aber in die Kirche konnte man doch rein, oder? Weiß ich nicht. Guck mal einfach mal. Wo ist der Eingang? Da ist der Eingang. Hier ist noch ein Türchen. Und das zu. Das zu? Gut. Mampf jetzt gleich erstmal was. Wo bist du denn überhaupt? Auf der anderen Seite. Hab dich gerade da lang laufen sehen. Andersrum! Ach da. Du bist einfach zu gut getan. Das geht nicht. Ich möchte dich nicht als Gegner haben. Tja. Jetzt weiß ich aber nicht, wo. Ich seh's. Ist das das Gelbe? Ja. Ich sehe den dort. Das hat das komische Dach oben drauf. Ja, jetzt sehe ich das, weil die Sonne war eben im Weg. Ich habe mir schon gedacht, dass das Gelbe ist, aber ich war mir nicht sicher. Ist das ein Klohäuschen? Ja! Du meinst ein Scheißhaus? Ja! Ein Lokus? Oh, ein Zombie. Wo rennt er denn hin? Ach, zu mir. Ich bin geschützt. Ich hab einen Zombie erschlagen. Ich bin im Klohäuschen. Okay, sie haben es abgeändert. Also Zombies sterben jetzt wieder nach nur einem Axthieb. Und brauchen keine 12.000 mehr. Das ist schön. So, was haben wir im Polizeiauto drin? Bestimmt wieder Schuhe. Nein! Neue Munition? Holzens. Nur ein Polizeiauto? Munition, die ich nicht mitnehmen kann. Doch, kann ich mitnehmen. Rasputin! Wast!
So, ich gehe jetzt erstmal in die Zelle. Direkt erstmal hier wieder Tür zu machen. Da liegt Basie. Oh, und Cerealien. Mampf. Cereals. Was ist das? Ich hab Kaugeräusche. Hast du das? Ja. Das ist ja unfassbar. Ey, hier liegt ja gar nichts. Ich hab was gefunden und das esse ich jetzt erstmal. Jetzt hab ich wieder keine Geräusche. Super. Super geil. Ey, das kann doch nicht sein. Sonst lag man hier. Sonst war hier immer voll viel. Ich geh schon mal hoch. Ja, ich hab ihm gesagt, er soll jetzt mal alles in sich reinstopfen. Boah. Meine Schuhe sind noch pristine. So, was haben wir denn hier? Vitaminpillen. Eine Karte. Oh, eine Knifte. Eine Knifte. Blaze 95 Double Rifle. Die hab ich. Die schwebt in der Luft. Jetzt haben wir hier ein Basie. Und du hast Putin. Gefährliche Mischung. Hier unten liegt auch noch was, ne? SKS oder sowas. Ne, LZH, Shotgun. Ach, Shotgun ist langweilig, da trifft man auf Entfernung nicht so gut. Da trifft man auf Entfernung nicht. So, was haben wir denn hier? Was Vergammeltes, glaube ich. Jupp. Hier ist echt gar nichts. Kann nicht sein. Ich glaube, hier war schon jemand. Und hat die Türen wieder zugemacht. Nee. Meinst du nicht? Nee. So, weiter zum Dings. Ja, sichi. Oder willst du hier in die Fabrik? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob da immer die Tür aufsteht. Bin mir recht unsicher gerade. Ich habe das Gefühl, dass man Tauben hört. Ja. Also hier sind alle Türen offen. Ich glaube, das ist normalerweise nicht so. Aber wer lässt denn so zwei Kniften liegen? Jemand, der schon eine hat? Nee. Wir haben auch Kniften. Ich nicht. Ach, du hast eine Armbrust, das zählt als Knifte. Ich habe eine Piff-Puff. Da steht ein Zombie. Was ist denn hier passiert? Hier ist Gras. Ja, das, auf dem Gras. So was? Stehen Maschinen, ja. Das macht man so. Das nennt sich grün. Oh, hier ist ja gar nichts, ey. Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo es zum Airfield geht? Ja, mit einer Axt im Kopf lässt sich auch schwer denken, ist okay. So. Ich glaube, wir müssen in die Richtung hier. So, ungefähr so. Und lass mal rennen oder gehen oder... Schleichen dauert vielleicht ein bisschen zu lang. Ja. Hauptsache, dass wir überhaupt mal ans Airfield rankommen. Sieht lustig aus, so zu rennen. Dafür bist du ziemlich schnell.